Ich bin nicht der Erste, der sah, dass wir nicht allein im Universum sind. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein hellsichtiger Mann nur mit seinem geistigen Auge bis zum Jupiter schauen und exakte wissenschaftliche Daten liefern kann? Ingo Swann hat genau das getan. Er berichtete nicht nur Fakten aus der Atmosphäre des Jupiters, lange bevor die Raumsonde Pioneer diese bestätigt hat. Swann sah auch etwas auf dem Mond, das euch garantiert einen Schauder über den Rücken jagen wird. Wir sind nicht alleine im Universum. Ingo Swann ist das, was man ein Medium oder einen Hellseher nennt. Swann kann nicht in die Zukunft sehen und er sagt auch nicht die Lottozahlen voraus. Dieses Ausnahmetalent hat eine besondere Art der Bewusstseinsprojektion entwickelt, bei der das übersinnliche Sehen an einen weit entfernten Ort projiziert wird. Remote Viewing ist eine Fähigkeit, die selbst von der CIA und anderen Geheimorganisationen, insbesondere in den 1960er und 70er Jahren, untersucht wurde. Gemeinsam mit anderen psychischen Medien entwickelte Swann verschiedene Techniken, um alle nur erdenklichen Orte auf der Erde und im Universum nur mit dem geistigen Auge zu erforschen. Was Swann und seine Kollegen dabei sahen, schockierte sie und rief die CIA auf den Plan. Swann bekam eines Tages seltsamen Besuch, verschwand für Tage komplett von der Bildfläche und wurde danach von der CIA zum Schweigen gebracht. Viele Jahre später bricht er jedoch sein Schweigen und spricht endlich über das Ungeheuerliche, was ihm in den Fängen der nationalen Sicherheitsbehörden zugestoßen ist. Ein außergewöhnliches Medium. Ingo Swann hatte schon als Kind die einzigartige Gabe, weit entfernte Dinge und Orte zu sehen. In den 70ern nahm Swann an einigen wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema Remote Viewing teil und arbeitete am berühmten Stanford Research Institute mit Dutzenden Forschern aus den USA und Europa zusammen. 1977 veröffentlichte Reader's Digest einen Bericht über Ingo Swanns Erfolge in Fernsichtexperimenten. Das Medium hatte sich im Versuch praktisch an jeden Ort der Welt versetzen können, beschrieb Orte, Straßen und Umgebungen perfekt. In weiteren Experimenten sollte das Medium Pflanzen mit mentaler Aktivität beeinflussen oder die Temperatur seiner Umgebung ändern. Auch das gelang Swann mit Leichtigkeit. Als Astronomen des Stanford Research Institute auf die Idee kamen, Swann verschiedene Orte im Sonnensystem untersuchen zu lassen, zögerte er. Niemand würde seine Fernsichtungen bestätigen können, wenn er sich geistig in ferne Welten beamte. Ingo Swann befürchtete, seine Sichtungen würden später angezweifelt werden und lehnte ein Angebot ab, sein Bewusstsein nach Jupiter zu projizieren. Das Letzte, was Swann wollte, war als Betrüger bezeichnet zu werden. Das war 1973. Wenig später verkündete die NASA den Start der Pioniersonde und die sollte insbesondere Jupiter untersuchen. Zufrieden damit, dass die Sonde seine Erkenntnisse bestätigen könnte, stimmte Swann dann doch noch zu, an der Forschung teilzunehmen. Er fand sich in einem Labor in Stanford ein und schaute Richtung Jupiter. Bequem auf der Erde sitzend beschrieb Swann Jupiters Wasserstoffmantel, rotierende Stürme, die wie gewaltige Zyklone auf der Oberfläche toben, hohe Infrarotwerte, Eiskristalle in der Atmosphäre und die Farben der Wolken. Ihr könnt euch sicher schon denken, dass Pionier fast alle dieser Beobachtungen bestätigt hat. Unglaublich, oder? Trotzdem blieb ein kleiner Haken, denn Swann sah etwas, das Pionier nicht sah. Er sah einen Ring um Jupiter, ähnlich dem Saturnring, aber dieser war viel kleiner und näher am Planeten. Laut Swann bestand dieser Ring aus Staub und winzigen Asteroiden, aber weder Pionier 10 noch 11 sahen etwas, das auch nur im geringsten Swanns Beschreibung entsprach. Hatte Ingo Swann sich bei Jupiters Ring also geirrt? Nein, so viel kann schon verraten werden, denn auch der hauchdünne Ring des Jupiters wurde wenige Jahre später von einer technisch besser ausgestatteten Sonde bestätigt. Ingo Swann hatte danach einen Ruf als herausragendes Medium und erhielt viele Aufträge aus der Wissenschaft und von privaten Fans seiner Arbeit. Der Schock seines Lebens. Im März 1975 ereignete sich dann etwas, das Ingo Swanns Leben für immer veränderte. Um 3 Uhr morgens erhielt er einen Anruf. Die Stimme am anderen Ende bat ihn, nach Washington ins Museum für Naturgeschichte zu kommen. Er wurde speziell angewiesen, sich um 12 Uhr mittags im Foyer des Museums einzufinden. Ein wenig überrascht, aber auch neugierig erschien Swann zu seinem Blind Date. Dort wurde er von einem Fremden angesprochen, der aussah, als gehörte er zum Militär.
Ohne ein Wort zu sprechen, reichte er Swan einen Zettel, auf dem stand: Sprechen oder stellen Sie keine Fragen. Dies dient unserer Sicherheit sowie Ihrer. Bitte folgen Sie mir. Der geheimnisvolle Mann führte Ingo zu einem Auto, in dem ein anderer Mann wartete. Ingo bezeichnet diese Männer in seinem Buch als die Zwillinge. Der andere Mann durchsuchte Ingo und fragte ihn, ob er bereit sei, an einem Projekt mitzuarbeiten, das absolutes Stillschweigen erfordert. Als Swan zustimmte, zogen ihm die Zwillinge eine Tüte über den Kopf und das Auto raste an einen unbekannten Ort. Nach einiger Zeit stiegen sie in einen Hubschrauber und flogen weiter. Bei der Landung wurde Swan in ein Gebäude geführt und erst dort durfte das Medium wieder sehen, wo er sich befand. Obwohl sich niemand persönlich vorstellte, wusste Swan genau, dass er sich in einem Labor der CIA befand. Ein weiterer Mann erzählte Ingo Swan von einem geheimen Fernsichtprojekt und versprach ihm für seine Dienste $1000 pro Tag in bar zu zahlen. Swan musste sich verpflichten, für die gesamte Dauer des Projekts im Gebäude zu bleiben. Er durfte nicht telefonieren und verpflichtete sich für mindestens 10 Jahre über alles, was geschehen würde, zu schweigen. Neugierig stimmte Swan wieder zu und so begann ein Abenteuer, das Swan sich in seinen wildesten Träumen nie hätte vorstellen können. Eine schauderhafte Reise zum Mond. Swan war erstaunt, dass ausgerechnet die CIA ihn bat, sein Bewusstsein auf den Mond zu richten. Sie zeigten Swan einige Areale auf dem Mond und wiesen ihn an, seine Fernsichtfähigkeiten zu nutzen, um bestimmte Bereiche exakt zu beschreiben. In seinem Buch, das viele Jahre später erschien, berichtete das Medium über sein Experiment. Er schrieb: Nun, ich wurde von einigen sehr geheimnisvollen Leuten gebeten, einige Fernsichtssitzungen über den Mond zu machen, und sie boten an, mir Geld zu zahlen. Vorher wurde mir für die meiste Arbeit, an der ich beteiligt war, kaum etwas bezahlt, also sagte ich, ich würde es tun. Und dann, in diesen Fernsichtssitzungen, sah ich einige Dinge auf dem Mond, die ich wirklich seltsam fand, wie Leute dort und große Strukturen und viel Aktivität und so weiter. Zunächst zeigten ihm die CIA-Agenten Orte, an denen nichts besonders war. Große Klippen, Krater und Dünen aus weißgrauem Pulver. Doch dann versetzte das Medium sein Bewusstsein an einen Ort, der sofort anders war. Swan war zunächst sprachlos. Dann berichtete er von Spuren auf der Mondoberfläche, die entstehen, wenn man Maschinen wie Traktoren auf dem Boden benutzt. Andere Muster deuteten auf Windaktivitäten hin, doch auf dem Mond weht kein einziges Lüftchen. Swan bemerkte auch einen eigenartigen Krater, der mit grünem Dunst gefüllt war. Neugierig, was das Licht erzeugte, näherte er sich in seinem Geiste dem Objekt. Was er sah, erschreckte ihn. Es war eine Riesenstruktur, die einem Flugplatz ähnelte, mit Hangars, Türmen, Straßen und Maschinen. Überall waren sichtbare Anzeichen von industrieller Aktivität. Zitat von Swan: Nun, wir wurden viele Jahre lang gelehrt, dass der Mond ein toter Ort war, ohne Wasser, ohne Luft, ohne nichts. Ich sah dort Luft. Zumindest denke ich nicht, dass ich über Wasser auf dem Mond kommentiert habe, aber es ist erst in den letzten 2 Jahren, dass die Wissenschaft endlich zugegeben hat, dass es Wasser und eine Atmosphäre auf dem Mond gibt. Aber in den 60er Jahren wurde das bestritten. Jeder wurde gelehrt zu glauben, dass es ein toter, luftloser Ort war. Zitat Ende. Swan wechselte zu einem anderen Ort und sah Strukturen, die Licht in verschiedenen Farben ausstrahlten. Als er näher trat, wurden die Fenster der Kuppeln klarer. Wieder konnte er den gleichen grünen Dunst in der Struktur sehen, aber dieses Mal beschloss er, durch die Fenster auf die Quelle zu schauen. In der Kuppel sah er humanoide Figuren, die fast wie Menschen aussahen, und sie arbeiteten eindeutig an irgendetwas. Plötzlich hörten 2 dieser Kreaturen mit ihrer Aktivität auf. Die beiden wiesen ihre Kumpanen an, nach innen zu gehen, und Swan folgte ihnen geistig. Gerade als er seine Fernsicht durch ein Fenster projizieren wollte, drehten sich die sonderbaren Wesenheiten im Inneren um. Swan erschrak. Er fühlte und sah, dass diese Wesen sein Bewusstsein sehen konnten. Swan hatte Angst und sagte einem der Zwillinge, dass sie ihn sehen könnten. Der CIA-Agent wies Swan an, schnell zurückzukommen. Swan öffnete die Augen und sagte: Ihr wusstet bereits, dass sie hellsichtig sind. Die einzige Antwort, die er bekam, war, dass das Experiment vorbei sei, und das war es. Ingo Swan wurde aus dem Gebäude gebracht, nach Washington geflogen und musste 10 Jahre schweigen. Swan litt Jahre nach dem Ereignis unter dem, was er gesehen hatte.
Die Aliens hatten ihn schockiert. Swan hatte die Bilder der Mondlandungen im Kopf, wusste von offiziellen Berichten, dass auf dem Mond nicht viel mehr als Gestein und Staub gefunden worden ist. Er konnte mit kaum jemandem darüber sprechen, was er gesehen hatte. Nur engste Vertraute wurden eingeweiht. Mit einigen sehr guten Medien und Freunden wagte Swan später noch einige ähnliche Versuche. Gut geschützt projizierten die Medien ihre Geister auf diverse Planeten und ins Universum. Was sie dabei sahen, war ungeheuerlich. Nach dem Ende seiner Schweigezeit veröffentlichte Swan etliche Bücher und es kam, wie es kommen musste. Niemand konnte diese Erlebnisse bestätigen. Einige hielten Swan für ein Genie, andere für einen Scharlatan. Swan schrieb unter anderem: Man kann es wirklich nicht mehr vermeiden. Es gibt die Frage, warum die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten in den 70er Jahren nicht zum Mond zurückgekehrt sind, als sie all das Geld ausgegeben haben, um dorthin zu gelangen und ihn zu kolonisieren. Sie hörten plötzlich auf und die Öffentlichkeit sollte die Frage stellen, wieso das so war. Mit dieser Sicht war Ingo Swan nicht ganz alleine. Im Laufe der Jahre fand sich eine Gemeinschaft aus Medien, Ufologen und Whistleblowern zusammen, die alle von ähnlichen Sichtungen oder geheimen Informationen aus Tätigkeiten bei der NASA berichteten. Swan hatte Ende der 70er eindeutig gesehen, dass Außerirdische eine Basis auf dem Mond betreiben und die CIA wusste davon. Laut Swan gibt es außerhalb der Erde mehrere Spezies, von denen er Spuren auf dem Mond und anderswo gesehen hat. Allerdings warnte Swan vor Versuchen, mit diesen Wesen Kontakt aufzunehmen. Insbesondere die Aliens auf dem Mond erlebte das Medium als feindselig. Diese Beobachtungen könnten erklären, warum Russland seine Pläne zur Kolonisierung des Mondes in den 70er Jahren plötzlich aufgegeben hat und die USA das Apollo-Programm in den frühen 80ern einstellte und seitdem nie wieder auf den Mond zurückgekehrt ist. Swan schrieb 6 erfolgreiche Bücher. 6 weitere enthielten so brisante Informationen, dass kein Verlag die Schriften veröffentlichen wollte. Apropos veröffentlichen, wir veröffentlichen noch viele weitere spannende Videos. Klick jetzt auf Like und abonnieren, um keines davon zu verpassen.